Ich bin zwar wieder auf meiner Reise zu Olympia. Wir sind im Moment in Chiemsee beim Kraftlehrgang und trainieren hier fleißig. Und jetzt zeigen wir euch mal die Eiskammer. Und die gehen wir jedes Mal, wenn wir hart trainiert haben, um unsere Muskeln schneller zu entspannen. Das ist er. Frau Bruno, was machen wir jetzt hier? Ich kann es jetzt mal kurz erklären, das ist unsere Physiotherapeutin. Ja, ich bin vorbereitet. Ja, hier ist die Eiskammer und wir benutzen jetzt die Eiskammer, um einfach den Muskeltonus, um die Entspannung herzurufen. Es geht in drei Phasen hier durch, die Aufwärmphase, die Anpassungsphase und die Eiskammer direkt, die liegt so bei minus 113 Grad. Und man fängt mit 30 Sekunden an. Während der Eisbehandlung ist immer eine regelmäßige Bewegung vonnöten und ungeschwitzt in die Kammer rein und nach. Also kommst du jetzt nicht mit? Nein, ich komme nicht mit. Okay. Ich muss die ganze Sache hier von vorne aus betrachten und beobachten. Naja, hier kann man auch sehen, ne? Die Temperaturen von den einzelnen Räumen. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, jetzt sind wir bei minus 15 Grad, das ist die erste Anpassungsstufe. Wenn wir dann im Kalten sind, können wir nicht mehr ganz so viel erzählen. Minus 60, es schneit. Hier unten ein bisschen. Jetzt geht's auf minus 108. Zeit läuft. Immer schön ein bisschen bewegen und ich kann jetzt nicht mehr so viel quatschen. Jetzt sehen wir schon hier auf dem Rückweg, 2-3 Minuten in der Kälte. Jetzt gehen wir mal zu minus 15 wieder rüber in die Kammer. Ich muss wieder anpassen. Hier könnte man sich jetzt schon einen Liegestuhl hinstellen, ist schön warm. War erfrischend. Jetzt gehen wir raus und sind wieder frisch. Nicht wahr? So, das zweite Training ist auch geschafft. Wir haben diesmal die Eiskammer für draußen gesorgt. Wow! Hat das so rechtzeitig reingeschafft vom Fahrrad. Ja, und jetzt haben wir das Eis halt hier vor der Haustür. Naja, Timing ist alles. Wir gehen jetzt duschen.